eine oder andere Fotoshooting habe ich gemacht, aber Catwalk und also ist für mich alles neu. Mitstreiterin würde ich nicht sagen, also sie sind sehr lieb, alle bis jetzt. Und es war wirklich die kurze 2-3-Stunden-Erfahrung, war auch schon super cool mit den Mädels, alle unterstützen sich. Ich bin aufgeregt, auf jeden Fall. Meine größte Angst wäre so auch, dass ich mich umknicke oder ausrutsche. Stefanie, erzähl uns ein bisschen was von dir. Ich bin die Steffi, also alle nennen mich Steffi. Ich bin 33 Jahre alt, verheiratet, zweifache Mama und bin sehr ehrgeizig, zielstrebig, aber trotzdem bodenständig. Wie alt sind deine Kinder? 8. Mein Sohn wird 8 im Oktober und meine Kleine ist 5. Wow. Die wären aber bestimmt traurig, ne? Wenn die Mama so lange weg wäre auch, ne? Nee, die haben gesagt, die wären traurig, wenn ich nicht weiterkomme. Ach. Ja. Danke dir. Bitte. Leonie. Hallo. Hallo. Schön, dass du hier bist. Hast du denn schon ein bisschen Modelerfahrung auch? Oder? Nein. Nein. Das ist mein allererstes Mal. Und ich bin gespannt, was ich da noch alles erleben darf. Danke dir. Und du bist Lillian. Hi. Hi. Ich bin 24 Jahre alt und komme aus Hannover. Vom Beruf her bin ich Erzieherin. Also ich arbeite in der Krippe mit ganz kleinen Kindern. Wie alt sind die so? Ich arbeite von 0 bis 3. Wow. Ja. Das ist krass. Also es ist nicht ohne, ne? Ja. Klar gibt es auch stressige Tage, aber ich liebe den Beruf. Also es macht mir sehr viel Spaß, mit ganz kleinen Kindern zu arbeiten. Du hast dich ja schon im Sommer beworben. Genau. Du hattest mir ein Video geschickt. Du hast dann erzählt, dass du sehr spirituell auch bist. Ja, also ich bin etwas spirituell. Also ich habe immer so 1 bis 2 Heilsteine bei mir, weil ich daran glaube, dass sie einem positive Energie geben und einfach mehr stärken. Legst du die dann auch immer raus, wenn Vollmond ist? Genau, wenn Vollmond ist, lade ich die auf. Ich mache das auch. Ich glaube da auch ein kleines bisschen dran. Aber es muss nicht unbedingt auch am Vollmond sein, weil die Energie ist ja noch ein paar Tage davor oder ein paar Tage danach auch noch dabei. Aber trotzdem an Vollmond immer gerne die Kristalle aufladen. Ich sammle ja auch gerne. Ich sammle so viele Herzensteine überall, wo ich bin, auf der Welt. Und wenn ich die festhalte, da spüre ich auch immer irgendwas. Ja. Ich bin auch spirituell. Du hast auch einen sehr interessanten Look, finde ich. Ja. Danke, dass du da bist. Ich freue mich. Erzähl mir was von dir, Vivian. Hallo, freut mich hier zu sein. Ich komme aus der Schweiz, bin 28 Jahre alt. Also es ist wirklich wie in einem Traum. Also ich komme gar nicht damit klar, dass ich hier stehe. Es ist so, wow. Hast du schon mal gemodelt vorher? Ich habe so 19, 20 Jahre, wo ich 19, 20 Jahre alt war, ein bisschen gemodelt und dann auch nicht mehr. Und ich dachte, bevor ich 30 werde, ich möchte das einfach wirklich mal probieren und schauen, wie weit ich komme. Genau. Cool. Stefanie, ich finde dich super hübsch, aber ich muss dir leider sagen, für mich hat es heute für die nächste Runde leider nicht gereicht. Tut mir leid. Aber danke, dass du heute hier gewesen bist. Sehr gerne. Danke dir. Danke. Tschüss. Erstmal ist der Traum ausgeträumt. Erstmal realisieren, was gerade passiert ist die letzten Wochen, weil man ja doch 2 Monate gewartet hat auf eine Antwort. Aber ja, es ist, wie es ist. Leonie, auch bei dir muss ich heute leider Nein sagen. Es tut mir leid. Danke. Ja, und euch beide würde ich gerne in der nächsten Runde wiedersehen. Dankeschön. Heute, vielen Dank. Ja. Jetzt willst du aber auf einmal schnell wegrennen gerade, ne? Vielen Dank, herzlichen Dank. Wirklich, ich möchte euch doch auch gerne sehen, wie ihr euch freut. Ich freue mich wirklich sehr. Ich hätte nie gedacht, dass heute... Die erste Runde habt ihr schon mal geschafft. Vielen Dank euch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Wir sind weiter. Ich bin so aufgeregt. Also ich realisiere das noch gar nicht so richtig. Ich realisiere das wahrscheinlich erst später. Ja, das war so krass. Das war wie in einem Film. Also wirklich.
Ja, ein Traum fast. Im Backstage bereitet sich der nächste Bewerber auf seinen Walk vor, auf eine besondere Art und Weise. Ich würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen, Heidi mein Pferdegeräusch zu zeigen. Mach jetzt mein Pferdegeräusch. Jetzt? Ja. Es ist so laut. Was? Okay. Oh mein Gott. Okay. Wow! Ja. Crazy. Ich hab nicht gedacht, dass das so laut ist. Ja. Aber das ist gut. Oh mein Gott. Ich bin der Yannick, ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Gladbeck und ich weiß nicht, woher ich es kann. Keine Ahnung, es ist einfach angeboren oder so. Oder weil ich früher viel mit Pferden zusammen war oder so, weil ich auch ein eigenes Pferd hatte. Ich weiß nicht, ich finde, dieses Wirren zeigt so viel Personality, dass mich das traut, so, ja, einfach verrückt bin, dass ich so das mache, worauf ich Bock habe. Und das soll halt aussehen. Und das hört sich echt cool an. Also ich habe noch niemanden gehört, der so authentische Pferdegeräusche nachmachen konnte. Ich merke schon, wie meine Hände jetzt schwitzen. Ja, das war bei mir auch. Leute, jetzt wird's schwieriger. Aber egal, let's do it. Let's do it, let's do it. Ja, ich bin sehr, sehr ready. Also ich warte jetzt schon sehr, sehr lange. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich jetzt endlich dran bin und mich endlich Heidi auch mal vorstellen kann. Coole Gruppe. Verzieht aber auch keiner die Miene. Ja, einer cooler als der nächste. Hi! Strike the pose. Hi. Hallo. Hallo. Fangen wir mal bei dir an. Erzähl mir was von dir. Wer bist du? Wie alt bist du? Woher kommst du? Ich bin 24 Jahre alt. Ich komme aus Wien. Mhm. Und hauptberuflich bin ich Model. Was ist denn so das Coolste, was du bis jetzt so gemacht hast? Wo hat man dich schon mal sehen können? Letztes Jahr in Balenciaga Show, also Fashion Week. Mhm. Und Roberto Cavalli. Mega. Schön. Ja. Und erzähl mir ein bisschen was so über dich. Was macht also, dich aus? Also ich bin ein sehr abenteuerlustiger Mensch. Also ich liebe Skydiving, Bungee Jumping, also alles, was. Alles die Sachen, die ich nicht so liebe. Und du, wer bist du? Hi, also freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin der Aldin, 22 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen München. Ich bin tatsächlich das allererste deutsche May-Model, was es bei einer Top-Model-Show auf der ganzen Welt unter die Top 3 geschafft hat. Wow. Also ich war bei Switzerland's Next Topmodel in der dritten Staffel. Ich habe versucht, den Titel nach Deutschland zu holen, hat leider nicht ganz geklappt. Mhm. Deshalb hat es mich dann umso mehr gefreut, dass du jetzt eben auch männliche Kandidaten suchst. Schön, dass du hier bist, Aldin. Danke dir. Hi, ich bin der Yannick. Du bist ein ganz besonderer Typ, finde ich. Danke. Ja, weil alle Haare bei dir, die sind so mega hell. Du färbst sie nicht, oder? Doch, sind alle blondiert, das ist alles nicht echt. Also du hast alles blondiert? Ja, ich habe immer viel Veränderungen. Ich hatte mal rote Haare, schwarz-weiße Haare, schwarze Haare, dann blond und dann wieder Natur. Und ich kann mich nie entscheiden. Das ist halt so ein Wiedererkennungswert, meine Haare. Ja. Du fällst auf jeden Fall auf. Ja. Ich weiß, es ist jetzt lustig, dass ich das frage. Aber du hast in deiner Bewerbung gesagt, du kannst Viren wie ein Pferd. Ja, ich kann ein Pferd super authentisch nachmachen. Wollen wir hören. Okay. Genau so in der Art. Ja. Wann braucht man sowas mal oder wann erfährt man, dass man sowas kann? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das war auf einmal. Ich habe es gemacht und dann konnte ich es einfach. Das kann auch. Ich hatte früher auch ein Pferd, also ein paar Pferde und dann weiß nicht, weil ich vielleicht viel Zeit mit Pferden verbracht habe oder so. Keine Ahnung. Ja. Schön, dass du hier bist. Danke, dass ich hier sein darf. Und du bist Michael. Ja. Cooles Outfit. Danke, ich habe mir echt Gedanken gemacht, was ich heute anziehen soll, weil man sieht ja, die Konkurrenz schläft nicht. Da muss man schon on point sein. Hat dir irgendjemand dabei geholfen oder wie oft habt ihr euch ihn umgezogen heute Morgen oder gestern vorm Spiegel? Also tatsächlich habe ich Hilfe bekommen von meiner Freundin. Ja. Die war auch bei Jeremy's Next Topmodel. Wer denn? Cecilia, 2019. Oh wow, ja, ich kann mich erinnern an Cecilia. Ja, genau. Das ist deine Freundin? Ja, sie ist meine Freundin. Süß. Ja. Das muss nicht unbedingt dieser Weg sein, um ins Modeln einzusteigen. Aber vielleicht ja auch doch, ne? Gucken wir mal. Auf jeden Fall. Deswegen bin ich hier. Ja, und du bist der Franz. Genau. Ich habe dich heute kennengelernt. Du hast mich rausgepickt. Ja, richtig. Was macht dich denn aus? Was hast du, was die anderen nicht haben? Ich glaube, ich bin eine unheimlich kreative Person. Mhm. Also, ich male sehr viel in meiner Freizeit.
Ich habe dir auch ein kleines Geschenk mitgebracht, Heidi. Oh, danke schön. Wo hast du das in deiner Hose? Pass mal auf. Zack. Kann ich zu dir kommen? Ja, bitte. Bitte doch. Hast du mich gemalt? Nee, leider nicht. Ich habe dir aber ein paar Blumen mitgebracht. Oh, du bist süß. Guck mal, schön. Sogar mit Gold, mit Schimmer. Passt danke zu deinem dir. Outfit. Pailletten. Nice. Danke dir. Kein Ding. Ja. Schön. Wie lange malst du denn sowas? Hast du da eigentlich dein Hemd auch gemalt? Nee, das ist gekauft. Aber eigentlich mal eine coole Idee. Könntest du eigentlich aber, mal machen. Ne? Ja. Was mache ich denn jetzt? Shaban. Heute hat es leider nicht gereicht, Shaban. Es tut mir leid. Wirklich? Nicht traurig sein. Danke, dass du hier gewesen Dankeschön. Bist. Danke dir. Und zu euch allen Vieren sage ich ja. Danke. Wie sieht denn der Happy Dance aus? Ich bin kurz am Herzinfarkt, ich kann nicht mehr tanzen. You win in the Happy Dance. Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Mein Gott. Ach, dieser ganze Druck, dieser Stein, der zum Herzen abfällt. Ja. Also. Ein Riesenstein. Ja, ja. Ja. Der ist geflogen. Ein Brocken, ein ganzer Berg. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Modelalltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Germany's Next Topmodel und hast keine Lust mehr, irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf Join anzusehen.